Hallo lieber Marco, schön, dass wir uns da heute wiedersehen. Es freut mich riesig, bei euch dabei sein zu dürfen. Wir haben uns bei dem Surf World Cup das erste Mal gesehen, kennenlernen dürfen und das letzte Mal als Danceboy Marco haben wir dich gesehen. Ja, das stimmt. Du bist ja nämlich nicht nur hinter den Turntables musikalisch begabt, sondern auch tänzerisch. Wie war das in der Corona-Krise? Hast du da auch Online-Kurse gegeben? Also am Anfang war es zuerst so, okay, alles zu, was mache ich jetzt? Und dann habe ich halt überlegt und habe mir gedacht, okay, probieren wir es einfach, vielleicht funktioniert es ja über Zoom. Und ich muss sagen, es ist echt gut ankommen und ich bin auch froh, dass es bei den Leuten so gut ankommt. Und man merkt einfach, die Leute haben richtig Lust, lieber von zu Hause aus zu tanzen, als gar nichts zu machen. Also sehr cool. Aber das, was du tanzt, das ist ja eher die Salsa-Richtung, oder? Salsa. Es ist Latino. Ah. Also alle Latin-Dance-Styles, Salsa, Merengue, bunt gemischt. Wir tanzen auch genauso zu aktuellen Songs, das heißt, es ist komplett unterschiedlich. Also auch zu deinen EDM-Remixen hast du da auch schon mal Tänze? Ja, meistens als Warm-up. Okay. Also eine Choreografie, gerade wenn es schneller ist, das ist richtig gut zum Aufwärmen, aber zum Tanzen manchmal fast zu anspruchsvoll. Du bist da eigentlich schon aufgewärmt, du hast ein Megaset jetzt gerade hingelegt. Sag Dankeschön. Ich bin noch nicht so aufgewärmt. Könntest du mir einen deiner Lieblingstanzmoves hier heute zeigen? Wäre das möglich? Kann ich gern machen, auf jeden Fall. Sehr cool. Na gut, dann probieren wir das mal aus. Gut. Also wir fangen an mit links und tap. Ja? Rechts, tap. Links, tap, rechts, tap und ein bisschen mit den Hüften, genau. Okay. Also was ganz was Simples. Kann ich jetzt Salsa tanzen? Das ist ein Grundschritt von Salsa. Dann gibt es genauso eben nach vor und zurück. Vor, zurück, genau. Das sind so Salsa-Grundschritte. Okay, und jetzt mal ganz ohne mir, mach mal deinen wirklichen Lieblings-Dance-Move, den wahrscheinlich ich nicht hinbekomme ohne meine Erfahrung. Lieblings-Dance-Move, gut, es gibt ganz viele. Aber ich habe auch sehr gern Hip-Hop getanzt und das ist eigentlich auch einer der Grundschritte, ich feiere einfach mega, kann ich kurz herzeigen. Ja, das würde ich auch gern können. Das sind einfach so Hip-Hop-Basics, aber ich finde die echt mega und natürlich viele Schrittabwandlungen, zum Beispiel die Schritte, die ich dir gezeigt habe, die gibt es eben als Grundschritt. Und natürlich, wenn man dann so Musikvideos ansieht, wo die Leute ganz verrückt dran tanzen, im Endeffekt ist es einfach nur der Grundschritt, nur sehr, sehr verfeinert, sehr, sehr aufgebaut, vielleicht noch mit Zwischenschritten. Aber okay. Zuerst mit den Basics anfangen und dann immer weiter steigern. Sehr cool. Das heißt, wir werden uns einfach mal anmelden zu einem deiner Online-Kurse oder sehr, hoffentlich sehr gerne. Auch bald Präsenzkurse. Sehr, sehr gerne. Hoffentlich ganz bald. Ja, das hoffe ich auch. Noch eine ganz kurze andere Frage. Du bist ja neben dem DJ-Sein ein Tanzlehrer, aber auch ein Grafiker, einer, der die Animationen richtig gut drauf hat. Hast du noch ein anderes Standbein? Gibt es noch irgendwas, was wir nicht von dir wissen? Ich überlege gerade. Also es gibt so viele Sachen, die ich gerne mache. Also ich fotografiere gerne, ich filme gerne, ich tanze gerne, ich mache gerne Musik, ich produziere gerne. Also ja, alles, was ich mitnehmen kann, nehme ich mit. Einfach alles, was mir Spaß macht und sehr cool. Was ich gern habe, ja. So gehört sich's auch. Und prinzipiell im Sommer bist du ja auch eigentlich auf allen Bodersdorfer Festivals vertreten, die es nur gibt. Das stimmt. Born to Beach, 100 Tage Sommer, auch in Niederösterreich. Was wird da noch kommen? Ist da schon irgendwas Konkretes geplant? Jein, also es ist halt immer so die Sache jetzt gerade, ist halt alles immer so mit Vorbehalt. Wird stattfinden, wird nicht stattfinden. Seien wir einfach gespannt. Okay, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Bist du denn der Sommertyp, weil ich jetzt die ganzen Sommerfestivals sozusagen aufgezählt habe? Ich muss sagen, im Club spielen ist cool, aber so im Sommer auf Festivals, gute Laune, schönes Wetter, im Freien draußen, geile Party, das kann schon was. Also das gefällt mir sehr. Da bin ich absolut deiner Meinung und ich hoffe auch, dass wir bald wieder gemeinsam bei so einem Festival gemeinsam abfeiern können und gemeinsam richtig die Sauer Ich hoffe auch. Können. Ich muss auch dazu sagen, das erste Mal, wo wir uns kennengelernt haben, war auch mein erster Gig. Erster öffentlicher, gerade am Surf World Cup. Und wir waren mit dabei. Genau, ihr wart mit dabei und ich finde es mega cool, dass wir sich jetzt wiedersehen, 2 Jahre später. Und hoffe einfach, dass demnächst wieder normal losgeht oder zumindest in eingeschränkter Form und dass wir ganz bald wieder geile Partys feiern können. Dann vielen lieben Dank, Marco, für das nette Gespräch und auf ein baldiges Feiern. Dankeschön.